Einen schönen guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir begrüßen Sie ganz herzlich zu unserer heutigen Ausgabe unseres Streams bei Stage at 7 des HR Symphonieorchesters. We also welcome our international viewers. We are very happy that you are with us tonight and hope you enjoy the performance. Ich möchte uns kurz vorstellen. An den Violinen sind heute Nadine Blumenstein, Hovhannes Mokassian, Valentin Schaaf am Cello, unsere Gastpianistin Maria Ollikainen und mein Name ist Dirk Niewöhner, ich bin der Bratschist. Wir haben heute für Sie eins der gewichtigsten Kammermusikwerke des russischen Komponisten Dmitri Schostakowitsch vorbereitet. Es entstand vor 80 Jahren und hat geradezu symphonische Ausmaße. Es hat 5 Sätze insgesamt, die ich Ihnen gerne ganz kurz vorstellen möchte. Der erste Satz ist ein Präludium und es besteht eigentlich aus 3 Teilen. Der Anfangs- und der Schlussteil ist von einer schroffen Archaik und in der Mitte kommt ein sehr melancholisches, ja, zurückhaltendes Walzermotiv, um diese 2 Teile zu kontrastieren. Der zweite Satz ist eine Fuge und ist sicherlich das Herzstück dieses großen Werkes. Ein Fugenthema von größter Ruhe und Konzentration, was sich später zu einem großen dramatischen Ausbruch steigert und dann wieder zu seiner Ruhe zurückfindet. Der dritte Satz ist ein Scherzo, ein wildes, grelles Werk mit koboldhaft fratzenartigen Themen und wurde wohl bei der Uraufführung auch mit großer Freude aufgenommen oder Begeisterung. Der dritte Satz ist wieder ein ruhiger Satz, ein Intermezzo, eigentlich ein langer, wunderschöner Gesang, der in der Violine beginnt. Auch hier kommt es zu einem dramatischen Mittelteil, wo das Thema im Kanon zwischen Unter- und Oberstimmen erscheint und endet auch wieder ruhig. Und der letzte Satz, nach allem, was durchstanden oder durchlitten wurde, bringt Helligkeit in dieses Werk. Es ist ein eigentlich entspannter, gelöster Schlusssatz, der am Schluss geradezu eine wienerische Leichtigkeit bekommt und mit einem Augenzwinkern endet. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend bei diesem Konzert dabei sind. Wir freuen uns aber noch viel mehr, wenn wir Sie nach dem Sommer hoffentlich wieder Auge in Auge im Konzertsaal persönlich sehen können, sind aber dennoch dankbar, dass Sie uns auf diese Streamingweise treu geblieben sind und hoffen, Sie haben einen erlebnisreichen Abend mit uns heute Abend. Vielen Dank. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.